Alter Falter, Frederik Inserholz. Da bin ich wieder. Die Stimmung beim Greater Festival, die ist gut. Ich freue mich auf die Leute. Ich bin immer wieder überrascht, dass Leute sagen, ich bin extra jetzt zu dir zu dem Workshop gekommen und das war der, wo ich hin wollte. Beim Greater Festival immer sehr viele tolle Kollegen da. Also, ich bin gespannt, was da gleich kommt. Moin, ihr Lieben. Kommt, wir schauen mal, ob Fredde schon ready ist. Gerade Vorbereitung für die Keynote. Heute um 18 Uhr oder so. Keynote beim Greater Festival. Und ich habe mich ehrlich gesagt bisher noch gar nicht vorbereitet. Ein Kollege hat mal gesagt, du bist nicht unvorbereitet, du hast dich die letzten 22 Jahre darauf vorbereitet. Weil seit 22 Jahren stehe ich vor Menschen und etwa 80-90% meiner Zeit stehe ich vor Unternehmern, vor Top-Führungskräften in unvorbereitbaren Settings. Also in einer Führungskräfte-Klausurtagung und wir merken spontan, okay, Management ist das Thema und jetzt ist es mein Job, zum Thema Management einen Impuls zu machen. Und du? Was hast du dabei? Bin mir nicht ganz sicher. Entweder das ist dieses Ding aus MIB, die so ein Blitzdings, Rumsdings. Ladies and Gentlemen, würden Sie kurz hier hineinsehen? Ich habe es aber gerade angemacht und das scheppert und vibriert total. Ich habe also jetzt einen leichten Gehirnschaden, aber Fredde, was zum Teufel? Bei Neuroscience reden wir gerne über die Gehirnforschung, aber Neuroscience, Neuronen, geht ja um die Nervenzellen und die hast du auch im kleinen Finger und im kleinen Zeh, das heißt im ganzen Körper. Die Stresssignatur und wir alle, wenn wir ans Limit gehen, haben Stress und manchmal, wenn wir nicht mal ans Limit gehen, haben wir Stress, haben eben auch nicht nur Stress in unserem Gehirn, sondern im ganzen Körper. Und dort auch mal mit dem Körper zu arbeiten, dafür nutze ich so ein Ding mit körpertherapeutischen Anwendungen an mir für mich, kann ich dafür sorgen, dass ich mal mir die Zeit nehme, runterzukommen, so die wichtigsten Verspannungen mal eben zu bearbeiten und einmal durchzuatmen. Gibt auch übrigens eine nette Stimme, glaube ich, oder? Ja, super. Supi, ja, wunderbar. Können wir das auf der Bühne machen gleich, bitte? Das machen wir schnell auf der Bühne. So, sollten wir mitnehmen. Jo, jetzt los, Speaker-Eingang. Gut, Herr Hümmerke, einmal Workshop-Raum anschauen. Ja, gerne. Linke bitte. Die Herausforderung ist natürlich, dass Frederik zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Dann trifft man nochmal den einen und da kann natürlich schnell die Zeit dann irgendwie knapp werden. Da muss man schauen, dass man dann auch Frederik mal sagt, jetzt komm, wir gehen jetzt zur Bühne, dass man da auch nicht in Zeitdruck gerät. Jetzt gerade haben wir den Frederik in der Maske abgesetzt, weil guckt euch den Kerl an. Schmachen, ihr seht, es ist dringend nötig, deswegen ab in die Maske, so die 4,5 cm Schminkebene draufziehen. Was ich jetzt mache, ist einmal wirklich voll in die Entspannung gehen. Also einmal ausatmen, einfach da sein, entspannen. Und das, da kommt natürlich jetzt alles an Müdigkeit hoch. Und der Fehler, den man jetzt nicht machen darf, ist sagen, scheiße, bin ich jetzt müde, bin ich gleich gut genug auf der Bühne. Sondern einfach sagen, ach, okay, schön. Ich habe gerade eine Entspannungsphase. Und das können ganz viele nicht. Ganz viele sind die ganze Zeit vor der Bühne angespannt, 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 auf der Bühne angespannt, angespannt, angespannt und laufen dann angespannt auch von der Bühne runter. Das spürt man natürlich an vielen Stellen. Das heißt auch mal, sich diese Ruhe, diese Entspannung, das Durchatmen, das gehen und ich würde ins Bett gehen, sich das zu gönnen, ist auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg, mit einer guten Haltung und einem guten State, wie man so schön sagt, also einem guten Gemütszustand auf die Bühne zu gehen. So, Timer läuft. 6 Minuten. Und ja, jetzt einmal sammeln, jetzt ein bisschen Aktivierung und auch mal gucken. Ich war gerade ein paar Minuten auf der Bühne, habe einfach ein Gefühl für die Bühne gekriegt. Unglaublich wichtig, gerade bei meinem letzten Auftritt vor 10.000 plus irgendwas Leuten, war das eines der wichtigen Sachen, am Tag vorher hinzufahren, auf die Bühne zu gehen und mal ein Gefühl für die Bühne zu kriegen. Ich freue mich auf die Leute. Ich bin immer wieder überrascht, dass Leute sagen, ich bin extra jetzt zu dir zu dem Workshop gekommen und das war der, wo ich hin wollte. Und das freut mich natürlich, weil die Inhalte sind natürlich auch richtig geil und da können wir jetzt drüber reden und einmal tief in die Neuroscience einsteigen. Hey! Wer hat auf 10% Produktivität mehr Bock? Und 10%, die Zahl hört sich immer so niedlich an, ne? Ja, so nur 10%. Aber wenn ihr das mal, wenn wir mal ganz linear denken, 10% mehr Effizienz bei etwa 220 Arbeitstagen würde bedeuten, du kannst 22 Tage mehr Urlaub machen oder etwas Wichtigem arbeiten.
Am Ende wünsche ich euch, dass ihr echte, sinnvolle Ziele in eurem Leben erreicht, damit bei euch echte Erfolge entstehen. Und dabei wünsche ich euch viel Erfolg. Das ist das Schöne, wenn der Frederik mal zwei Nächte wirklich schläft, dann surft er so ein Ding einfach mal ganz gepflegt weg. Die Stimmung war super. Also wir waren bis auf den letzten Platz in der letzten Reihe voll besetzt. Das Publikum hat super gut mitgemacht, was natürlich immer ein gutes Zeichen ist. Sie haben viele Fragen beantwortet, einige haben auch Fragen gestellt. Und du hast gemerkt, auch durch die Fragen, dass sie schon angefangen haben, den Stoff, was sie gehört haben, die Inhalte, den Content, schon angefangen haben zu verarbeiten. Das ist schon immer ganz cool zu beobachten, ja. Ich selber muss jetzt gleich einmal raus, wofür wir auch im Markt bekannt sind, eben durch die Zusammenarbeit mit Coaches, aber auch mit Psychiatern und Neurowissenschaftlern, dass wir auch echte Krisenfälle gut begleiten können. Und gerade hatten wir so einen typischen Fall. Wir haben jetzt gerade parallel zu dem Besuch hier auf dem Greater Festival eine Krisenintervention in Gang gesetzt. Da geht es einem Menschen draußen, einem Mitarbeiter bei einem Kunden, wirklich hundsmiserabel. Und der ist mit seinem Latein am Ende. Im schlimmsten Falle würde dieser Mensch, der jetzt gerade sich geöffnet hat und gesagt hat, mir geht's nicht gut, ich brauche an dieser Stelle jetzt eure Hilfe. Im schlimmsten Falle müssten wir den jetzt vertrösten. Zum Glück ist eben durch unser breites Team jetzt gerade jemand mit dieser Person im Kontakt und kann jetzt gerade sondieren zu der Frage, was brauchst du jetzt gerade, damit diese furchtbare Situation für dich gerade stabilisiert wird? Und was kannst du in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen tun, damit es vielleicht sogar mal zwei Schritte vorgeht und nicht immer nur Schritte zurück? Das jetzt so in diesem Trubel hier zu spüren, dass wir mit unserem Team so gut aufgestellt sind, dass wir sogar sowas, obwohl es hier wirklich wild zur Sache geht, ist ein wunderbarer Moment. Ein Moment, wo ich jetzt gerade merke, puh, wie cool ist das denn? Ich durfte Frederik gestern bei Meet & Greet vorstellen. Greater Festival, immer ein sehr cooles Erlebnis, einfach weil man so mega viele interessante Leute hier trifft. Das ist faszinierend. Matthias, geschätzter Kollege, Mission Mittelstand. Und wir helfen ja beide Unternehmer und Führungskräften, aber auf eine andere Art und Weise, mit anderen Themenschwerpunkten. Wann brauchen wir dich? Also bei uns geht es immer primär darum, wenn Unternehmen aus der Selbstständigkeit ins Unternehmertum wechseln wollen. Also nicht mehr im Tagesgeschäft, primär geht es bei uns um Mitarbeitersystem und Marketing. Ja, das heißt sehr viel strukturiert, Prozesse und dafür sorgen, dass der Laden wirklich läuft und nicht mehr dich braucht als jemand, der alle Püppchen durch die Gegend schiebt. Exakt, genau. Ja. Was treibt dich immer wieder an, wenn es auch mal schwer wird, wenn es auch mal der Zweifel kommt? Wie gehst du damit um? Ja. Was hilft dir? Also ganz klar, grundsätzlich, wenn ich mir etwas tue, sehe ich das fertige Bild. Ja. Mein Ziel. Ja. Und zwar, wie ich es erreicht habe. Ja. Und wenn es dann mal klemmt, das passiert mir genau wie allen anderen Leuten ja auch, ja, dann hole ich mir dieses Zielbild und dann los, Alter. Reiß dir am Leben, mach weiter, du weißt, wo du hin willst. Ja. Und dann lasse ich tatsächlich die Chips in der Tüte, ja, die Schokolade im Regal und ich sage deutlich, entschied wird ein Supermarkt. Ja, absolut. Oliver Brünner hat eine ganz, ganz besondere Biografie und hat für sich eine Art und Weise gefunden, mit sich und seinem Leben nicht nur Frieden zu finden, sondern selber in eine kraftvolle Wirksamkeit zu kommen. Und in dem Gespräch mit Oliver wird diese kraftsame Wirksamkeit deutlich. Und das beeindruckt total. Was geht jetzt? Das geht. Endspurt. Ja, das war gut. Hast du noch? Ja, das geht, oder? Wir wollen noch ein bisschen damit mal so, der Abend neigt sich langsam dem Ende, aber wir haben jetzt noch einen Höhepunkt. Frederik wird jetzt hier gleich auf der Yellow Stage hinten im großen Bereich draußen auf dem Greater Speaker Festival seine Rede halten. 18 Minuten Zeit hat der Frederik. Und Frederik ist jetzt gerade hinten ins Off gegangen, sitzt jetzt, hat die AirPods drin, kommt jetzt also in die Ruhe, fokussiert sich, blendet nach außen alles aus. Und typischerweise hat er ein kleines Skript dabei. Das ist ein Speaker-Skript, da steht nicht Wort für Wort drin, aber da sind die didaktischen Blöcke drin. Und die geht er jetzt gerade einmal durch, hat heute viel hier die Stimmung aufgesogen und wird jetzt seine Rede an vielen Stellen, gerade im Einstieg und im Ende nochmal komplett rundschleifen, vielleicht Blöcke austauschen, Blöcke wechseln, vielleicht kommen auch komplett neue Blöcke ran. Das ist das, was einen guten Speaker ausmacht. Ein guter Speaker hat nicht unbedingt seine Rede komplett fertig, sondern
ja, saugt so ein bisschen die Stimmung auf, hört auch, was seine Vorredner machen, kriegt ja mit, worüber auch gerade hier geredet wird und ändert dementsprechend auch noch seine Rede zum Teil massiv. Und das passiert gerade hinter der Bühne. Hier ist dann für euch Dr. Frederik Hümmeke! Spaß gemacht, die Teilnehmer hatten Spaß, wir haben einige Witzchen gemacht. Eine schöne, tiefe Geschichte, die wirklich auch passiert ist, eine echte Geschichte, die ich schon einmal in anderen Perspektiven, in einem anderen Winkel erzählt habe. Ich bin aber jetzt auch erschöpft. Also so eine Gruppe von, was sind das, 2.000, 3.000, 4.000 Leuten, keine Ahnung, kannst du einschätzen, die zieht halt dann auch Energie und es kostet Kraft und ich bin froh, jetzt wirklich durch zu sein.